Da hinten sind Spinnen. Nicht gut. Ich habe jetzt aber auch ein Blutwerkholz gefunden. Nein! Ach, sie hat mich vergiftet. Jetzt bin ich in ihrem Kokon gelandet. Na, hat mich die Spinne betäubt. Okay, das ging zwar jetzt ziemlich schnell, aber das ist auch relativ einfach erklärt. Als erstes muss man so ein Kokon bauen und sich die Koordinaten von der merken. Dann macht man eine Redstone Clock mit Effekt at P 19.0. Also Effekt at P ist der nächste Spieler, 19 ist Vergiftung und 0. Das heißt, sie nimmt dem nächsten Spieler die Vergiftung weg. Und wenn das passiert ist, wird dem nächsten Spieler die Verlangsamung, also den Verlangsamungseffekt für kurze Zeit gegeben. Das sieht dann so aus. So, was? Ach so, so, da wird so ein bisschen reingezoomt. Dann ist ja eine kleine Verzögerung. Und dann wird noch Blindheit hinzugefügt für einen kurzen Moment. Das ist so. Also so ein kleiner Übergangseffekt wollte ich da einbauen. Das hat nicht so gut mit dem Übergangseffekt funktioniert. Man ist gleich im Kokon drinne gewesen. Das können sich auch andere von euch besser. Aber ja, es ist ja halt die erste Stufe nur. So, dann wird er zum Kokon teleportiert mit TP. RP ist dann die Koordinaten. Dann ist eine lange Verzögerung. Und dann wird unter ihm noch eine Redstone-Fackel gesetzt. Bei mir habe ich vergessen, sie wegzumachen. Ansonsten wäre es erst dunkel und dann würde später irgendwann so eine kleine Beleuchtung kommen. Ja, das Kokon kann man auch sicher besser in einer Höhle bauen. In Minen gibt es ja oft diese großen leeren Räume. Da kann man sowas gut machen. Das wollte ich nur mal zeigen. Ist mir so eingefallen. Okay, ciao.